Da war aber OBS nicht schnell genug. Fotosensibilität, ja, ist gut. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Serie, und zwar Forever Skies. Das Spiel ist halt, ne, Early Access, so kennt man mich. Und das kommt jetzt mal in der nächsten Zeit statt Grounded und statt, Smallland, genau. Ja, bei Smallland geht es ja irgendwie nicht weiter, erst am 20. Und dann könnte ich hier in der Zeit ein bisschen was anderes spielen. Und Grounded habe ich wirklich zurzeit keine Lust mehr. Ja, das macht keinen Spaß mehr. Wenn es keinen Spaß macht, soll man aufhören. Also, nichtsdestotrotz, hier geht's weiter. Wir gehen auf Spielen. Wir machen uns, da habe ich schon mal getestet. Ich habe 3 Tage überlebt. So, dann gehen wir hier hin. Nehmen normal. Und dann kann es gleich losgehen. Da habe ich zu spät wieder angeschaltet. Alles brennt. Chaos auf den Straßen. Mann, Mann, hoffentlich bleibt der Ton nicht so laut. Ich habe den leiser eingestellt. Ja, wir werden in-game gucken. Vielleicht ist das ja auch nur die Sequenz, die so laut ist. Okay. Dann kann es jetzt losgehen, ne? Glaube ich mal. Okay, wie ist jetzt der Ton? Ja. Sie redet noch ziemlich laut. Wir gucken. Einstellungen, Audio. Ja. Nochmal so auf 50% runter. Okay. Anwenden brauche ich nicht. Zurück. Spiel fortsetzen. Nu? Hört man mich jetzt? Alles klar, ich stehe direkt vor so einem Ding. Lesen. Sagittus 2 war monatelang still. Aber ich lese das nicht vor. Ich lasse das eine Zeit lang stehen. Niemand von uns weiß, was uns dort erwartet. Finde eine Virenprobe um jeden Preis. Unser Schicksal hängt davon ab. Okay, gut. Das? Nehmen? Einmal kurz drücken. Okay. Okay. Und benutzen ist dann lang drücken oder was? Hört. Wusch. Doch, haben wir ein Loch reingebollert. Okay. Wann sieht das hier aus? Sagenhaft. Was sind das denn für Dinger? Ja, ich weiß es ja schon, aber... Hätte hier mal getestet. Ich glaube, das sind, Tab halten, um mehr zu erfahren. Ich drücke Tab. Müdigkeit. Müdigkeit. Gesundheitsanzeige. Hunger und Durst. Ja. Verwenden, bewegen. Okay. Soweit, so gut. Kann ich das mitnehmen? Ah, nee, das konnte ich ja noch nie mitnehmen. So, einmal drücken, es mitnehmen. Hier liegt hier noch was. Werd mich so lange wie möglich hier in der Stadt Dingensbums aufhalten. Denn hier ist es, glaube ich, noch sicher. Da komme ich nicht rein, oder? Doch, komme ich. Okay. Computer verwenden. Still deinen Hunger. Halte den Computer ein. Mal hier. Munitionsteile. Nee. Das aufmachen? Nee. Ich. Hallo? Mal schön gucken, was es hier so gibt. Das mitnehmen, ja. Ah, hier war ich. Was? Seitdem wir diesen verdammten Virus entdeckt haben, geht alles den Bach runter. Wir werden alle krank. Die Ausrüstung fällt aus. Und das wäre noch das Problem mit Noah. Der Strom ist wieder ausgefallen. Und die Tür ist versperrt. Ich schaue nach, ob der Signalturm eine kompatible Batterie hat. Der Signalturm. Eine kompatible Batterie. Dosenwasser.
Da ist nichts drin. Okay. Ja, ja, ich habe halt Hunger. Ich glaube, ich habe hier alles, ne? Kann ich nicht aufmachen, da ist nichts drin. Okay, dann gehen wir mal ein Stückchen höher. Boah, gefährlich. Wieselpnaudiker, nur halt, ja, in der Luft. Was ist das? Sonnenmelone nehmen. Die lasse ich mal noch hängen. Weil ich muss die, glaube ich, noch scannen. Okay. Das ist er hier. Tot. Signalturm. Was ist das? Das sieht mir nach einem Signalturm aus. Komme ich da nicht hin? Da ist eine Batterie drin. Hallo? Batterie genommen. Okay, dann wieder runter. Glaube ich mal, weil hier ist nichts mehr. Oh Mann. Nur nicht runterfallen. Wo ist der Computer? Wo war der? Da. Da ist er. Da muss die Batterie rein. Wo? Da. Okay. Wir waren unter dem Staub. Wir haben das Labor gefunden, in dem sie das Virus vor 400 Jahren zum ersten Mal analysierten. Ab da ging alles den Bach runter. Noah wurde verrückt. Dieser verdammte Bastard, also dieser Bastard, Entschuldigung, hat die Probe unser Luftschiff gestohlen. Hat die Probe und unser Luftschiff, ja, gestohlen. Und das Funkgerät kaputt gemacht. Die Probe befindet sich bei der überwucherten Gewächshaus, bei dem überwucherten. Dort lebt ein Wissenschaftler, der die Flora und den Staub studierte. Okay, was ist das hier? Ressourcen? Technisch? Testkörperbatterie. Aha. Maschinenteile. Sehr gut. Bio. Sonnenmelone. 10 Nahrung, 5 Wasser, minus 10 Gesundheit. Okay. Essbar, ja. Gefahr, Virus. Also werde ich das schon mal nicht essen. Überreste. Erste Hilfekasten. Stellt einen Teil der verlorenen Dings her. Also das Dosenwasser könnte ich trinken. Alles klar. So, jetzt habe ich hier Strom gemacht. Und geht das jetzt weiter? Nicht rennen. Ich verliere nur unnötig Energie dadurch. Ah ja, ich brauchte Strom, um hier reinzukommen. Alles klar. Verbandskasten. Hier nochmal. Noahs Wahnsinn. Das liegt an verdammten Staub. Er sagte, er wisse, was zu tun sei. Wir haben ihn zu seinem Besten in die Zelle gesperrt, aber der Bastard hat den Extraktor versteckt und ist abgehauen, als alle schliefen. Aha. Okay. Habe ich hier Essensration. Lange gedrückt halten, kann ich das nämlich gleich mal essen. Da liegt nochmal Wasser rum. Hier ist nichts drin. Nee. Okay, was soll ich jetzt machen? Finde einen Weg, um den Ort zu verlassen. Okay, warte. Da liegt dann noch was. Mal schön alles mitnehmen. Was mitnehmen? Oh, immer am Rand lang. Okay. So. Was haben wir hier? Eine leere Flasche. Nehme ich mal mit. Und fülle gleich hier alles ab. So. Okay. Innenteile. Essensration. Sehr gut. Ein Filter. Was ist das? Insektenköder. Lesen. Forschung zum Photophobie-Virus. Meine Forschung zum Photophobie-Virus haben ergeben, dass es mit Lecithin geheilt werden kann. Ich habe einen Köder gefertigt. Jaha. Um diese Wesen anzulocken. Aha. Okay. Technologie. Treibstoff und Zubehör. Kondensationsmembran. Okay. Ja. Einfacher Insektenköder. So, Ressourcen. Flüssigkeiten. Schmutzwasser. Minus 10 Gesundheit. Ja, ja. Aber könnte das zur Not trinken, oder? Alter, Essensration? Ja, da gibt's nichts zum Meckern.
Okay, ist hier noch eine Melone? Ach so, ich wollte unten die Melone noch analysieren. Okay. Oh, warte. Zeugs. Nein, kann ich nicht nehmen. Warum kann ich das nicht nehmen? Okay. Alles Dosenwasser. Das ist noch so ein Ding. Was ist das? Applikator? Okay, was gibt's? Was gibt's hier oben? Nicht viel. Doch Dreckwasser. Jede Menge dreckiges Wasser. Da auch, ne? Ach, guck an. Ich bin ganz, ganz vorsichtig. Hoffe ich, zumindest. Gucken. Runter durchgehen. Und finde einen Weg, den Ort zu verlassen. So, was haben wir hier Schönes? Transformator. War das lange drücken? To-Do-Liste. Finde einen Weg, den Ort zu verlassen. Viel habe ich nicht gekriegt. So, was jetzt? Luftschiff-To-Do-Liste. Platziere das Ruder. Das Ruder? Ah, ist schon drin. Platziere den Fabrikator. Baue den Deckextraktor. Ressourcen. Technisch. Transformator. Beende den Bau des Luftschiffs. Luftschiffs. Ja. Das Luftschiff. Da muss ich noch hin. Aber wie? Also. Nee, warte mal. Ich habe was gefunden. Einen Fabrikator. Kommt jetzt mal dahin. Okay, okay, okay. Stelle den Deckextraktor her. Okay, Deckextraktor. Lange drücken, dann wird er gebaut. Supi. Okay. Printing completed. Ging aber schnell. Der Deckextrakteur. Warte. So. Vielleicht ein bisschen in die Richtung. Oder? Oder so. Ich stelle den jetzt mal da hin und guck. Ja, okay, gut. Also nochmal aufheben mit Q. Und zwar diesmal ein bisschen so. Na? So. Komme ich da auch immer noch nicht hin? Da auch nicht ganz. Erstmal alles hier weglasern. Glas habe ich gekriegt. Ding verbraucht ja keinen Strom, kann ich ja ruhig machen, ne? Sonst noch was, Alter. Wie gesagt, ich bleibe so lange hier, wie es geht. Bis ich hier nichts mehr machen kann. Metall, Metall, Metall. Das Ding sollte ich wegmachen, ne? Keine Dinger mehr. Waren da so viele? Und ich habe in der Zeit hier drin und das weggemäht. Ach man. Warum? Das macht man nicht kaputt. Da. Wo ist er hin? Da. Okay. Brauchen wir denn so viele Metalle? Ich werde jetzt erstmal nochmal rausgehen und mich hier drinnen umsehen.
Maschinenteile, Maschinenteile. Hier ist nix. Nö. Hier vielleicht? Ja, Maschinenteile. Maschinenteile. Bauplanforschung. Ich habe es geschafft, die Forschungsstation zu reparieren. Auf der Speicherkarte befinden sich noch alte Baupläne. Okay, das kriegen wir hin. Deckextraktor, sehr gut, haben wir gebaut. Fabrikator haben wir auch gebaut. Okay, oh, guck mal, eine Batterie. Noch eine Batterie. Sehr, sehr gut. Okay, was soll ich jetzt bauen? Nimm die Forschungsstation aus der... Ach, da, das Ding. Ui. Uiui, so groß ist ja mein Schiff gar nicht. Wie mache ich das denn? Nee. Erdrehe ich, ne? Erdrehe ich. Okay. Jetzt kann ich hier am Rand. So, damit ich vielleicht noch Bett oder sowas hinkriege. Mann, Mann, das ist ja riesig. Okay, kann ich was forschen? Was forsche ich denn? Den Scanner. Den würde ich gerne erforschen. Okay, was kann ich hier jetzt noch bauen? Hier bei Essen vielleicht? Öder haben wir ja noch, ne? Den Elektrokocher würde ich noch bauen. Und hier ist der Köderbehälter, genau. Und da muss das Ding drin. Köder abgesenkt. Okay, was gibt's noch zu forschen? Flecken, leere Flasche. Leere Flasche vielleicht auch nicht schlecht. So. Und komme dahin. Ich habe kein Wasser. Okay, bedeutet, ich muss hier rein. Das Ding reinpacken. So, dann kriege ich schmutziges Wasser. Aber ich bräuchte eigentlich hier so ein Ding, ne? Und ich brauche nochmal eine leere Flasche. Oh, warte. Köder anheben. Was ist es? Eine Staubmotte. Okay. Wasseraufbereiter. Mann, Mann. Ja, gute Frage. Wohin mit dem Ding? Vielleicht hier? Ja, okay. Dann kommt hier das dreckige Wasser rein. Okay. Ne, ich habe noch kein sauberes Wasser. Ist das Ding leer? Leere Flasche, sehr gut. Wo ist die andere Flasche? Die mit dem Dreckwasser? Achso, das war die. Okay, ich muss noch eine Flasche drucken. Oh ja, eine leere. Für das dreckige Wasser. Und eine leere für das andere Wasser. Okay, dreckiges Wasser. Warte mal, Scanner sollte ich bauen, ne? Scanner, was fehlt mir? Synthetische Materialien. Synthetische Materialien. Okay. Das sind die Dinger. Die nicht. Die. Okay. Scanner. Machen wir den Scanner bitte. Hier das Wasser rausnehmen. Supi. Okay. Dann gehe ich nochmal hier hoch. Printing completed. Okay, gut. Wasser kann man nie genug haben. So, gucken. Wasser und dreckiges Wasser. 3 von 5. Also kriege ich da noch 2 drin, ne? So. Okay. Passiert was, wenn ich hier runterhüpfe? Ah, geht noch. Wie kann ich das hier reinpacken? Oh, sehr gut. So, dann koche ich mir mal diese Mutti. Wo ist sie?
da. Dazu brauche ich Wasser, ne? Ah, das ist eine leere Flasche. Da brauche ich ja noch eine Flasche. Mann, Mann, Mann. Ah, das ist mein Scanner. Okay, gut, 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 gut. Ja. Okay, warte. Mehr synthetische Sachen. Reicht das für eine Flasche? Nee. Komm schon. Nee, 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 da. Okay, noch eine Flasche. So. Okay, Wasser ist voll. Nehme ich das mal raus. Ich habe vergessen, Kochen zu drücken, ne? Genau, genau. Die Wasserflasche ist draußen. So, jetzt haben wir hier leere Flasche und sauberes Wasser. Mal dahin. Die leere Flasche. Warte, ich habe da jetzt den Scanner, ne? So, und dann gehe ich halt nochmal runter. Wo war denn runter? Wo war denn runter? Hier. Zu der Melo... Wie konnte ich das denn übersehen? Zu der Melone. Wo waren die Melonen? Da oben. Okay. Die wollte ich scannen, wenn es denn geht. Okay. Wo ist er? Da. Kann ich nicht scannen. Mit dem ganzen Weg hier sparen können, oder? Dich kann ich scannen. Leiche des Navigators. Elektrokoch hat, ja, ist fertiggestellt, alles. Alles Mögliche hat der Elektrokocher fertiggestellt. So, hier war doch noch irgendwo eine Leiche. Wo ist er? Wo ist er hin? War die oben? Nee. Nee, 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 die war unten in dem anderen Raum hinter der Tür, ne? Hinter der Tür, hinter der Tür. Hinter der Tür. Risk of dehydration. Hier so? Da ist er. Leiche des Biologen, aber ansonsten kann man hier nichts scannen, ne? Ne. Sieht nicht danach aus. Nicht rennen. Muss das irgendwie ausschalten. Kann ich das scannen? Ja, kann ich. Schmutzwasserbehälter. So, was habe ich denn vergessen zu scannen? Ne, hier gibt's nichts zum Scannen. Okay. Geh nochmal dahin. Nehmen uns die Staubmotte raus und essen die gleich. Also, drückt halten, ne? Oh, Wasser. Mhm. So, dreimal trinken. Okay. Packe ich hier mal verdorbenes Essen. Hallo. Und kochen. Dann gehe ich da hoch nochmal. Schmutzwasser nehmen. 5 Stück, oder? Ja, passen darin. Okay. Eins. 2, 3, 4. 5. Ruhig runter. Schmutzwasser drin. Hier ist nochmal eine volle Pulle Schmutzwasser drin. Okay. Was kann ich denn noch bauen? Was brauche ich denn noch? Das habe ich. Habe ich. Köder. Jetzt nicht. Bett.
Metalle, synthetische Sachen brauche ich noch für ein Bett. Okay. So. Sonnenblumenmelone. Okay. Warte mal. Kommt auch mal darin. Wird auch mal gekocht, ne? Wie lange hält denn sowas? Hier verkochtes Essen. 11 Stunden. Ja, nicht allzu lange, ne? Das ist doof. So, synthetische Materialien. Komm jetzt. Bällchen, zeigt euch. Ich brauche doch noch einen Motor für mein Raumschiff. Oder für mein Flugschiff. 24. Ne? So, Bett. Einmal bauen. Ach so, muss ich bestimmt erforschen, oder? Schienenteile oder Flicken? Was soll ich denn erforschen? Erforscht man die Maschinenteile. Damit das hier weitergeht. Was ist completed? Printing completed. Ja. Bett. Wisst ihr? Das ist nämlich schon mal wieder das Problem. Krieg ich jetzt das Bett hin? Am besten. Ganz an den Rand. So. Ich will da noch durch. Dahin, ja. Könnte gehen, ne? Ja, ich stehe ja gleich auf. Erst Energie nachladen. Okay. Bin ja schon da. Oh. Ein Staubsalat. Okay. So. Das hält einen Tag. Das hält 9 Stunden. Okay. Ich kann ich nicht kochen, weil ich kein Wasser mehr habe. Oh Mann, oh Mann. So, dann kommt das Wasser da rein. Und kochen. Dann esse ich nochmal schnell was. Und das hält ewig. Gut, dann behalte ich das. Ich esse erstmal das. Okay, das hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Trinken ist voll. Gibt 20 Nahrung. Okay. Wenn das 50 sind, 20. Ja, komm, esse ich jetzt. So, perfekt. Perfekt. So, Schmutzwasser. Habe ich noch welches dabei? Benötigt Schmutzwasser, nee. Hab ich wohl nicht. Nicht rennen! Ach! Ich lerne das nie. Geht doch die Energie viel zu schnell weg. So. Wo war noch Schmutzwasser? War überhaupt noch irgendwo Schmutzwasser? Gekochter Staubsalat. Okay. Dahin. Was erforsche ich? Werkzeugladegerät. Das kann ich nicht. Aber Flicken kann ich erforschen. Okay, gut. So. Staubsalat. Der hält. Wie lange hält denn der? 23 Stunden. Das ist nicht allzu lange. Essen, essen, trinken. Leere Flasche. Okay, ja gut. Ist leer. Sauberes Wasser. Wasser, essen, essen. Okay. Hier, fangen wir noch was. Okay. Aber ich muss doch noch irgendwie was bauen können. Ist das neu? Maschinenteile. Will ich nicht herstellen. Ich brauche irgendwie was, um mich fortzubewegen. Hallo? Habe ich irgendwas? Warte mal, muss ich noch irgendwas scannen? Damit ich hier weiterkomme. Prüfe das Studienmenü.
Ja, ich überprüfe das Studienmenü. Natur, Fauna, Staubmotte, ist klar. Technologie, Werkzeuge, Scanner. Ja. Luftschiffgeräte. Deckextraktor, Fabrikator, Wasseraufbereiter. Ja, alles schon gemacht. Ja, Luftschiffgeräte. Forschungsstation, ja. Welt. Ja, Objekte, Schmutzwasserbehälter, Ressourcen. Ich kann nichts machen. Bio. Und Melone, Staubsalat. Das ist alles neu, ne? Ich will das hier weg haben. Gekocht. Gekochter Staubsalat, gekochte Sonnenmelone und gekochte Mahlzeit. Okay. Ja, dann. Okay, ich sammle das noch ein. Nee. Nee. Du, mach wieder auf. Mach auf. Und koch das. Und dann kann das morgen weitergehen, ne? Fette Staubmotte. Gibt's normale Staubmotten und fette Staubmotten? Wo sind da? Und kochen. So, jetzt fehlt mir aber bald Wasser. Ah, nee, warte. Ja, habe da noch ein bisschen Wasser drin, ne? Nehme ich mal raus. 5 von 5. Habe ich jetzt noch eine leere Flasche? Nee, sauberes Wasser. 1 von 5. Okay, dann muss ich das erst verbrauchen. Oder ich pack's hier hin. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Gut, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Gehabt euch gut und tschüss.